oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer wirklich wunderschönen App, der App Architecture of Radio. Universal App, 2,99 Euro, teure iOS-App übrigens. Versionsnummer 0.0.7 liegt vor, 18,3 MB groß, Sprache Englisch, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 68 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 3 Sternen. Diese App, manche Leute werden wahrscheinlich sagen, warum gibt man dafür Geld aus? Ich habe dafür gerne Geld ausgegeben. Was macht denn jetzt Architecture of Radio? Ist die App visualisiert Daten, die auf die on global open datasets of cell tower, Wi-Fi and satellite locations basieren. Sie greift auf eure GPS, auf euren GPS-Standort zu und zeigt dann in einer 360-Grad-Ansicht. Ihr könnt das übrigens auch in ein Cardboard packen, in Punkten und Wellenlinien dazu mit so einem, ich sag mal, Science-Fiction-Sound, würde ich fast sagen, eine grafische Ansicht oder hier away outside the spectrum, wie steht es hier? Es packt ja, also die Daten von Satelliten und WLAN-Strahlung, sag ich mal, und Mobilfunkstrahlung in Anführungsstrichen, packt es in eine grafische Darstellung. Das misst nicht die Strahlung. Das basiert aber wirklich auf dem Standort, wo zum Beispiel irgendwie die Funktürme stehen. Und das ist einfach so zur Visualisierung, sieht das extrem geil aus. Und das sind in meinen Augen auf jeden Fall die 2,99 € wert. Aber das muss natürlich grundsätzlich jeder für sich selbst entscheiden. Download- und Kaufempfehlung meinerseits auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.